So Leute, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Es gibt auch jetzt Neuigkeiten, was den Creator Code betrifft. Nämlich, ich denke mal, ich bin auf einem guten Weg, was das betrifft. Also habt da einfach ein bisschen Geduld. Das Einzige, was ich euch jetzt halt wirklich immer sagen muss, ist halt bei den Verlosungen bzw. Gewinnspiel, wie auch immer man das Ganze nennen will, die ich halt im Stream mache. Es handelt sich dabei nur um Items aus dem Shop. Also nur diese Gegenstände, nichts anderes. Kein Wonderskin, kein Clothes-Skin oder sonstiges. Das Ganze steht auch jetzt nochmal explizit bei mir in der Info mit drin. Wie gesagt, ich habe mit dem Epic-Mitarbeiter geredet. Jonathan, Grüße gehen erstmal an der Stelle raus. Also das Gespräch läuft ganz gut eigentlich soweit. Ich sag halt einfach nur, wie es ist. Ihr bekommt halt von hier diesen Gegenständen einen, könnt ihr euch dann aussuchen. Ich weiß gar nicht, könnte ich den eigentlich auch nochmal verschenken? Warte mal. Ist jetzt nur für mich selber Interesse halber. Doch, könnte ich auch als Geschenk nochmal. Also wie gesagt, ihr bekommt nur, wo ich hier als Geschenk kaufen kann, so bekommt ihr die Gegenstände. Nicht anders. Und ja, das war's erstmal dazu. So, dann, damit ihr die Geschenke aber auch erhalten könnt, müssen wir befreundet sein. Wie macht ihr das Ganze? Einfach YT unterstrich Family Pack eintragen, dann auf Absenden gehen und schon habt ihr mir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Die nehme ich dann natürlich an, weil das Problem ist, wenn ich euch zum Beispiel was schenken will, hier die gehen jetzt alle. Gerade mal gucken, ob ich einen finde. Hier zum Beispiel 4200 mm. Da kann ich den Skin erst oder hier das Emote erst in einem Tag verschicken. Deshalb die Freundschaftsanfragen, die sind halt wirklich wichtig. So, genug gequatscht jetzt. Jetzt gehen wir erstmal wirklich auf den Shop ein. So, dann haben wir hier als erstes den Demogorgon. Nee, Demogorgon. Oh Gott, das ist mal ein netter Name. Und wir sehen schon. Das ist ein Skin für nicht so schwache Nerven. Ist er nämlich überhaupt nicht gedacht. Also sieht schon ein bisschen horrormäßig aus. Ich weiß gar nicht, reißt er auch das Maul auf oder? Weil auf dem Bild oben reißt er das Maul auf. Aber ganz ehrlich, mir persönlich gefällt er nicht so. Aber ihr wisst ja, Geschmackssache. Dem einen gefällt es, dem anderen eben nicht. So, des Weiteren haben wir hier den Schiefhopper. Einmal mit Kopfbedeckung, einmal ohne. Dann haben wir noch die Rankentarnung. Ja gut, die Ranken, ja. Also ganz ehrlich, ich kann da keine Ranken richtig erkennen. Es ist halt mehr so, also Militärstyle irgendwie. Ich meine, klar, ist animiert, aber so an sich, na, da hätten sie mehr Grün reinmachen müssen, in meinen Augen. So, dann haben wir hier den Skin, den haben wir schon. So, jetzt kommen wir zu dem Skin, den ich schon habe, nämlich Unendlichkeit. Also wie gesagt, mir persönlich gefällt der Skin wirklich gut, weil deshalb habe ich mir auch damals gekauft, klar. So, dazu haben wir nämlich das passende Rückenaccessoire, halt so ein fast durchsichtiger Umhang. Man, ja, sieht schon fast aus wie eine Rakete. So, dann haben wir noch Sternschlag, kurz auf den Ton eingehen. Ja, ist okay. Dann haben wir noch die Lackierung. Da finde ich, ist der Nullpunkt zu stark. Also ich finde einfach, der ist da zu stark. Dadurch ist die Waffe an sich einfach zu hell. So geht's. Das wäre okay. Aber hier zum Beispiel, da sieht man es, da ist es halt echt extrem, finde ich. Weil es ist halt weiß. So, ihr wisst ja, welches Modell ich mir mal angucke. Ah, auf dem Boot, das ist halt. Als hätte einer eine Taschenlampe auf eine Scheibe gerichtet. Halt einfach zu hell in meinen Augen. Aber ihr wisst ja, Geschmackssache. So, dann haben wir das ganze Überschallpaket wieder. Mit den verschiedenen Stilen. Ihr seht ja schon, hier ist der Orangene. Dann haben wir den Gelben. Und den Schwarzbraun, sage ich jetzt einfach mal. Und den ganz Schwarzen. Also da gefällt mir der ganz Schwarze eigentlich so weit am besten. Dazu noch das passende Rückenaccessoire.
Ich weiß gar nicht, ob der Timer im Spiel sich verändert. Ach nee, ich glaube doch. Ich glaube, der zählt die Kills mit. Ich meine, er macht das. Sicher bin ich mir aber jetzt nicht mehr dabei. Schreibt mal in die Kommentare. Zählt ihr die Kills mit, dass ihre Killanzahl hinten auf dem Rücken steht? Ich bin mir da nicht mehr sicher. Irgendwas, weil der heißt ja auch Todesmessung. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. So, dann haben wir hier noch die Tarnung dazu. Ja, einfach rabenschwarz. Und dann haben wir noch die Luftkampftarnung. Ich gehe mal gerade hier aufs Boot. Warte mal, jetzt die schwarze. Ah, gut, ist halt. Also, ist halt ein schlichtes schwarzes Boot, sag ich jetzt mal dann. Dann gehen wir gerade hier. Oh, Knöpfe. Einmal zu viel. Haben wir hier die Tarnung? Hier geht sie. Aber gut, ja, es wirkt halt von vorne grau. Aber wir sehen das Boot ja meistens so, sag ich jetzt mal. So ist okay. So, dann haben wir noch das, den Gleiter zielsicher. Ja, den feiere ich nicht so. Ich weiß nicht, das sind einfach nicht meine Farben. So, dann gehen wir direkt weiter. Nämlich das Emote Disco Party. Sorry, immer noch erkältet. Ja, ist schon nice. Dann haben wir das Emote Pickup. Er pick it up. Und dann die rote Verteidigerin. Was für Stil hat die denn? Kann mal gucken. So, das könnte man eigentlich schon als ersten Weihnachtsskin bald durchgehen lassen. Eigentlich schon, oder? Die Mütze, Bommelmütze, Winter. Hier ist natürlich Sommer, klar. Aber hier die Variante. Da sind wir eigentlich schon im Winter, würde ich sagen. So, des Weiteren haben wir noch. Los, los, los. Ja, da fehlt mir wieder der Ton. Irgendwas, irgendwie. Irgendein Ton. Weil das ist ein bisschen. Weiß nicht. So, dann haben wir noch die Spähspezialistin. Ja, ist halt ein uralter OG-Skin. Also, den gibt es halt schon gefühlt 100 Jahre. So, dann noch Musik. Also wer auf Saxophonmusik steht, hier habt ihr sie. So, dann haben wir heute noch eine Entscheidung zu treffen, nämlich welcher Skin soll wieder reinkommen morgen? Also welchen Skin würde ich denn gern wollen? Puh. Ja, der ist halt übelst auffällig, aber wenn du im Wald rumläufst, sieht dich natürlich fast keiner, ne? Aber so rein vom Optischen würde ich den nehmen. Schreibt mir in die Kommentare, welchen Skin habt ihr genommen? Eins, zwei oder drei? Also ich nehme den hier. Achso, man kann es noch angucken. Also ich nehme definitiv hier den. Wir gucken den die Skins nochmal gerade genau an. Ja, da finde ich das Gesicht ein bisschen verzerrt. Ich weiß nicht. Der Skin hat natürlich schon was, aber. Ah, ist halt so Fantasie, sage ich jetzt mal. So ein bisschen Walt Disney Pixar Richtung. Aber ich nehme diesen Skin. Gucken wir einfach mal, was morgen rauskommt. Wie gesagt, schreibt mal rein, welchen Skin habt ihr genommen? Eins, zwei oder drei? Also ich habe definitiv drei geholt. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Wie gesagt, vergesst nicht, mir eine Freundesanfrage zu schicken und ich weise nochmal darauf hin, ihr bekommt nur Dinge aus dem aktuellen Item Shop. Also an dem Tag, wenn ich verlose, bekommt ihr den Skin oder die Skins, die in dem Shop drin sind. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein, denkt dran, nicht zu viel Geld ausgeben und haut rein.